Ihr habt's gehört, das schöne Instrument des Cello. Mein Name ist Markus und ich unterrichte das Cello und erzähle euch ein paar Sätze über mein Instrument. Ihr habt gesehen, ich habe mit einem Bogen gespielt. So wie man auch die Geige, den Kontrabass, die Bratsche spielt. Und daher zählt das Cello zu der Familie der Streichinstrumente. Und wie ihr auch schon gesehen habt, ich streiche über die Saite. Ja, jetzt schaut euch mal das Cello an. Es ist komplett aus Holz. Und es ist so schön lackiert, es ist ein wahnsinnig schön anzusehendes Instrument auch. Man kann außer mit dem Bogen auch zupfen auf dem Cello. Kommt auch immer wieder vor. Das Cello spielen wir im Orchester, im Streichorchester, auch mit Blasinstrumenten zusammen. Kann man auch in kleinen Gruppen spielen oder zu zweit. Oder eben auch ganz allein, so wie ich eben mit der Aufnahme. Ja, aber das Cello hat noch andere Facetten. Das Cello kann Pirouetten drehen, weil es auf dem Stachel steht. Und musikalisch geht auch noch viel mehr als das, was ich jetzt gespielt habe und was ihr gehört habt. Zum Beispiel Filmmusik. Neben meinem Cello seht ihr jetzt ein kleines Cello, das ist ein Schülercello. Und wenn ihr anfangt mit Cello, mit Schuleintritt zum Beispiel, das ist so das Früheste, spielt man auf einem kleinen Cello und wenn ihr dann größer werdet, kriegt ihr auch wieder ein größeres Cello. Die könnt ihr ausleihen bei der Musikschule, müsst ihr nichts kaufen. Jo, ich danke euch sehr, dass ihr zugehört habt und zugeschaut habt. Und wenn ihr mögt, kommt mal in der Musikschule vorbei. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Bis dann. Tschüss.